herzlich willkommen bei Reif für die Couch, dem Podcast für alle Erschöpften, deren Leben besser werden darf. Mein Name ist Sabine Bimmler, ich bin Psychotherapeutin aus Köln und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Bevor wir in das Thema der Wechseljahre einsteigen, habe ich einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache. Als Psychotherapeutin habe ich über ein Jahr in einer Kölner Klinik gearbeitet, im Wirbelsäulenzentrum und war dort in der multimodalen Schmerztherapie für Rückenschmerzpatienten tätig. Da ich selber im Augenblick bedingt durch Corona die viele Arbeit, die psychische Last an Rückenschmerzen leide, habe ich meine Unterlagen, mein Wissen, meine Erkenntnisse rausgekramt, habe die an mir selbst angewandt und möchte sie an dich weitergeben. Dazu veranstalte ich am 15. Mai 2021 von 11 bis 12.30 Uhr ein Webinar. Das Ganze ist live, gratis und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Den Anmeldelink packe ich in die Shownotes. Du brauchst aber auch nur auf meiner Homepage sabinebimmler.de den Reiter Webinar anklicken und kannst dich da sofort für das Webinar anmelden. Du bekommst etwas zum Thema weniger Rückenschmerzen mit Hypnotherapie. Und ja, ich freue mich, wie gesagt. Jetzt geht's aber los mit dem Interview mit Elke. Wir haben über das Thema Wechseljahre gesprochen und die damit verbundenen Beschwerden und Lösungen. Elke ist Gynäkologin und Sexualberaterin für Frauen in Hamburg. Sexuelle Lustlosigkeit ist eins ihrer Kernthemen. Dazu hatte ich sie auch schon einmal bei mir im Podcast, was sehr schön war. Probleme mit den Wechseljahren ist auch etwas, mit dem sie sich sowohl von medizinischer als auch von therapeutischer Seite immer wieder beschäftigt. Dieses Wissen hat sie mit mir geteilt. Ich bin ja selbst quasi Betroffene am Anfang meiner Wechseljahre und ich hoffe, dass da auch für dich interessante Aspekte drin sind. In diesem Sinne ganz viel Spaß bei dem Interview. Und wie gesagt, schau nach dem Webinar und melde dich an. Elke, ich freue mich, dass du wieder hier bei mir im Podcast bist. Das zweite Mal und das erste Interview war so spannend und wir hatten ja damals schon festgelegt, wir treffen uns nochmal und reden über ein Thema, was anklang, die Wechseljahre. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön, Sabine. Freut mich, dass du mich wieder eingeladen hast. Hat mir damals auch Spaß gemacht und ja, ich hätte noch tausend Themen, die ich mit dir hier gerne besprechen würde, aber die Wechseljahre, das ist wirklich was doch, wo keiner drum rumkommt von den Frauen zumindest, und die Männer haben ja auch was damit zu tun, finde ich gut, wenn wir darüber reden. Ja, das stimmt, die Männer haben auch was damit zu tun. Sag mal, fangen wir doch mal an. Erklär mir doch mal, wie kann man sich das vorstellen? Wechseljahre, was passiert denn da im Körper bei den Frauen? Also, wir kriegen als Frauen von Geburt an ganz, ganz, ganz viele Eier in unseren Eierstöcken mit und die werden dann auch im Laufe des Lebens, ab Pubertät, jeden Monat reift dann ein Ei ran und ich glaube, wir haben 400.000 sowas. Die braucht man eigentlich gar nicht alle, aber irgendwie ist das Leben so eingerichtet, dass die Eierstöcke mit ab einem bestimmten Alter, das ist auch genetisch bedingt, so um die 45 bis 55 aufhören, ihr Eier wachsen zu lassen. Die sind dann erschöpft. Und dann ist es oft schon so, dass es ein paar Jahre vorher ein bisschen muckert, dass man nicht mehr jeden Monat ein Ei springt, dass der Zyklus manchmal unregelmäßig wird. Aber im Prinzip fangen die Wechseljahre an, wenn der Eierstock nicht mehr arbeiten mag. Und dann gibt es so ein Wechselspiel. Der Eierstock wird stimuliert von der Hirnanhangdrüse. Da werden Hormone ausgeschüttet, LH und FSH, das sind so steuernde Hormone, die eben dafür, die im normalen, in der fruchtbaren Zeit dafür sorgen, dass das Ei reift und dann springt und wenn es nicht befruchtet wird, dass es dann zum Abbluten kommt. Und wenn die Eierstöcke dann irgendwann nicht mehr wollen, dann ist die Hirnanhangdrüse hilflos und versucht, die zum Arbeiten bringen und schickt vor allem ein Hormon, das sogenannte FSH, follikelstimulierende Hormon, darunter und will die Eierstöcke zum Arbeiten bringen. Die tun manchmal... Lass mich kurz inhalten, das heißt, die drehen dann sozusagen nochmal richtig auf. Ja, die drehen nochmal auf und das
bringt den Eierstock manchmal freundlicherweise dazu, dass er noch mal wieder ein paar Eier macht. Und irgendwann kann er aber nicht mehr. Und dann ist diese Hirnanhangdrüse aber immer noch so überschießend und schießt mit diesem FSH quasi durch die Gegend, ohne Erfolg zu haben an den Eierstöcken, macht aber damit andere Nebenwirkungen. Dann geht das ganze vegetative Nervensystem, kommt durcheinander, und was die meisten Frauen als erstes davon merken, sind diese sogenannten Hitzewallungen. Ja, Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle. Das heißt, wir kommen jetzt ja eigentlich schon zu den Symptomen, ja? Also was passiert, wenn die Hirnanhangdrüse weiter munter dieses Hormon in den Kreislauf spült? Und richtig, das ist ja auch, was die meisten Frauen als erstes berichten, ne? Dass sie diese Temperaturschwankungen in Form von Hitzewallungen erleben. Ja, und was denn, ich habe dich unterbrochen, ich stelle es trotzdem mal als Frage für die Struktur. Was passiert denn noch? Was sind denn noch typische Nebenwirkungen? Dass die Regel ausbleibt. Also, dass wenn kein Ei mehr wächst, werden auch die entsprechenden Hormone nicht mehr gebildet. Das Östrogen, was die Eierstöcke bildet, und das Progesteron. Und dann wächst keine Schleimhaut mehr in der Gebärmutter und es kommt keine Blutung mehr. Das sind so die ganz klaren Geschichten. Oder es kommt, das ist auch für manche so eine Krux in diesem Wechsel, dass Blutungen unregelmäßig sind, dass sie manchmal ganz stark werden, weil die Hormone einfach nicht mehr im Lot sind und die Schleimhaut nicht mehr so richtig gut aufgebaut wird. Ich bin ja immer der Meinung, dass unser Körper ein ganz, ganz schlaues System ist, ne? Das heißt, dieses Durcheinander, was da entsteht, hat ja wahrscheinlich einen Sinn und Zweck. Sonst würde es nicht passieren. Hast du da eine Erklärung? Also was passiert da und wofür ist das Ganze gut für uns Frauen? Na, ich denke, dass die Natur hat das einerseits schon gut bedacht, dass unsere Fruchtbarkeit aufhört. Und weil die Kinder, die dann geboren werden könnten noch, die müssen ja auch betüdelt, erzogen, unterstützt werden für eine ganze Reihe von Jahren. Und wenn wir bis zu unserem Tode quasi fruchtbar wären, dann würde da einiges schiefgehen. Da würden einige Kinder auf der Straße stehen. Oder naja, jedenfalls ist das, denke ich, eine ganz wichtige Funktion, dass wir dass die Funktion der Eierstöcke hinsichtlich der Fruchtbarkeit aufhört. Ich finde, dass das noch einen anderen Sinn hat, fällt mir immer richtig schwer zu glauben. Ich denke, es ist auch eine Geschichte, dass wir immer älter werden, wo gar nicht vorauszusehen war, dass wir noch so viele Jahre nach den Wechseljahren zu bewältigen, könnte man sagen, zu leben haben, und dass mittlerweile unsere Art, diese Zeit zu leben, sich verändert hat, dass wir also nicht strickend und die Familie unterstützend irgendwo hilfreich dabei sind, sondern dass wir unser Leben ganz klar und lebendig weiterleben wollen, wo dann die Hormone manchmal doch fehlen. Ja, ich komme auch aus der Psychologie immer mit so einer Idee von, jede Lebensdekade hat ja sozusagen ihre Aufgabe, ne? Und so das Thema Kinderkriegen fällt ja in unsere 20er und 30er Jahre. Verschiebt sich immer weiter ein bisschen nach hinten, hat was mit der, wie du gerade beschrieben hast, mit der längeren Lebenserwartung und unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Aber ich glaube manchmal auch, dass die Dekade ab 50 einfach andere Aufgaben hat. Ja, also dass so dieses Thema Kinder in die Welt bringen, Kinder fürsorglich für Kinder da sein, dass das irgendwann abgeschlossen ist und dass dann was Neues starten darf. Also diese Umbrüche, auch wie die Pubertät, läuten ja sozusagen immer eine neue Phase ein. Ja, und Wechseljahre stelle ich mir auch so vor, dass da nochmal was ganz Neues losgeht, was eben nicht auf Kinder und Familie gepolt ist, sondern eher nochmal eine ganz neue Perspektive, Möglichkeitenraum öffnet. Da stimme ich dir zu, ja. Also ist noch nicht so klar, ne? Ich kann das gar nicht so klar benennen, vielleicht auch, weil ich mich selber damit noch nicht beschäftigt habe. Ich stehe ja sozusagen an der Schwelle, würde ich sagen, mit 47 jetzt.
Okay, zurück zu den Symptomen. Also Hitzewallung hatten wir schon. Was passiert in diesem Chaos, was du sehr schön beschrieben hast, denn typischerweise noch? Was spüren wir Frauen noch? Also relativ schnell spüren viele Schlafstörungen. Das kommt wohl einerseits durch die Hitzewallung, dass man also nachts im Bett liegt und auf einmal erwischt einen diese Hitzewelle und man fängt an zu schwitzen. Das ist sehr unterschiedlich. Manchen wird einfach nur heiß, aber manche sagen, sie liegen quitschnass im Bett und müssen quasi ein neues Nachthemd und Bettwäsche neu beziehen. Das kommt also vor und dann schläft man nicht gut weiter. Und wenn sich das wiederholt und wiederholt und viele Nächte so geht und viele Monate so geht, dann wirkt sich das auch auf den Tag aus. Dann wird man einfach empfindlicher, gereizter, fängt an, sich Gedanken zu machen, was das Leben überhaupt noch zu bieten hat. Also wenn man müde durch den Tag geht, dann ist man auch im Büro vielleicht nicht mehr so leistungsfähig und Sieht kriegt jede Stimmung. Menge Folgeprobleme. Ja. Oh, entschuldige, es zieht jede Menge Folgeprobleme nach sich, ne? Ja. Das ist die eine Geschichte. Und dann haben sehr viele Frauen, bestimmt die Hälfte, das Problem, dass die Vagina, die Vulva sich verändert, dass die Schleimhaut in dem Bereich trockener wird, zarter wird und auch straffer wird, was dann Probleme in der Sexualität, in der Paarsexualität zumindest machen kann und nicht immer nur mit Gleitgel zu beheben ist, weil da wirklich bei manchen so eine richtige Enge entsteht. Und in unserer immer noch tabu behafteten Welt führt das nicht selten zu Problemen, dass Frauen dann sagen, geht nicht mehr, tut mir weh, und Männer sich dann zurückziehen und also überhaupt die Kommunikation in der Beziehung dann schon manchmal schwierig wird. Ja, okay. Das hatte ich tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm, aber das siehst du in deiner Praxis wahrscheinlich, ist dir das relativ häufig begegnet, ne? Das sehe ich, ja, habe ich regelmäßig, also mindestens bei der Hälfte. Was hilft, was einerseits noch ein anderes Problem mit anspricht, wir nehmen leichter Gewicht zu, wenn wir älter werden. Und mit dem Wechsel der Hormone kann das nochmal ein Problem sein, dass die Fettverteilung, dass dieser Schwimmring entsteht, dass man leichter zunimmt. Und was aber im Fettgewebe werden auch ein bisschen Östrogene gebildet. Also die runden Frauen haben manchmal weniger Probleme mit diesen Schleimhautveränderungen, weil sie sich dann noch irgendwie selbst versorgen. Aber wir wissen ja, dass die dicker werden, wieder andere Probleme verursacht. Die ganzen Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden dadurch ja begünstigt. Also besser ist, man bleibt bei seinem einigermaßen schlank jedenfalls. Genau, und macht dann was, weil du hast vorhin gesagt, jetzt sind diese Gleitmittel nicht die alleinige Lösung dafür und kriegen das Problem häufig auch nicht in den Griff, weil da auch nicht nur die Feuchtigkeit fehlt, sondern auch eine Empfindlichkeit, eine Veränderung des Gewebes stattfindet. Wird das denn klassischerweise ja, behandelt, unterstützt? Ja, also klassischerweise, wenn man den Frauenarzt, die Frauenärztin darauf anspricht, dann wird sie empfehlen, mit einer östrogenhaltigen Creme oder mit östrogenhaltigen Zäpfchen die Scheide, die Vagina, die Vulva zu behandeln. Und das ist ein Östrogen, was wirklich nur an dieser Stelle wirkt, was nicht zu vergleichen ist mit den Hormonersatzpräparaten, die man einnehmen würde, die auch gegen die anderen Symptome sehr gut wirken, also gegen Hitzewallung. Diese Creme, die muss man für 14 Tage jeden Abend benutzen, dann hat man so den alten Zustand wiederhergestellt und dann ungefähr zweimal die Woche. Und das Östrogen wird an Ort und Stelle verstoffwechselt, also in der Schleimhaut und erscheint dann auch gar nicht weiter im Blut. Es ist sogar so, dass man mittlerweile Frauen nach Brustkrebs, wo man sonst sehr vorsichtig mit Östrogenen ist, also die Östrogene sogar noch extra dimmt, dass man Frauen nach Brustkrebs diese Cremes in der
geringen Dosis erlaubt und davon ausgeht, dass das Risiko für die nicht erhöht wird und für andere Frauen, also für uns normale Frauen, die kein besonderes Risiko haben, ist das erst recht zu empfehlen und das zwar im Prinzip lebenslang, weil wenn man damit aufhört, dann kommen diese Hormonmangelsymptome sofort wieder auf. Es ist eben so, wie wenn man sich die Brille aufsetzt, die ja auch auf einen zukommt, wenn man so Mitte 40 ist und wo es keinem schwerfällt, da zuzugreifen. Aber bei diesen Hilfsmitteln, die natürlich ein bisschen invasiver ist, das gebe ich zu, sind manche doch sehr ängstlich und vorsichtig. Also da schwöre ich drauf und das empfehle ich aus ganzem Herzen, mit dieser Creme sich die Freuden der Sexualität wirklich zu erhalten. Auch für sich alleine kann das angenehm sein. Ja, weil ich überlege gerade, also das ist ja die Körperumstellung ist ja, ich verliere sozusagen meine Fruchtbarkeit, ne? Dafür sind die Wechseljahre da, das habe ich jetzt verstanden oder ne, auch vorher laienhaft in meiner Vorstellung gehabt. Da verändert sich natürlich für die Frau jede Menge, weil ja ein Teil unserer weiblichen Identität in dem Moment weggeht. Ne? Ja. Und wenn ich dann noch zusätzlich das Thema Sexualität nicht mehr leben kann, verliere ich ja nochmal einen Teil Weiblichkeit. Auch einen Teil, beschäftigt sich ja auch viel mit dem Thema Lust, Lustlosigkeit, ne, Lust erhalten. Das heißt, ich werde plötzlich auf ganz vielen Ebenen ja um Bestandteile meines Weiblichkeitsempfindens gebracht. Mhm. Und das stelle ich mir, also das ist natürlich schon eine Veränderung, das stürzt einen ja regelrecht in so eine Identitätskrise. Und wenn man da mit so einfachen Mitteln eben einen Teil erhalten kann, einfach auch, weil es schön ist, also, ne? Mhm. Aber stelle ich mir schon sehr, sehr wichtig vor. Und wie du sagst, es hat ja dann auch Folgeerscheinungen. Ne? Plötzlich fängt die Beziehung auch an zu wanken. Ja, neben den ganzen anderen Sachen, du hast das eben schon nochmal ein bisschen angesprochen, und was da auch alles bewältigt werden muss. In der Tat kann man sagen, da fängt eine neue Lebenszeit an. Du hast die Verabschiedung ja auch von dem Kinderkriegen. Das ist ja für manche gerade, wo, das hast du ja auch gesagt, dass das Kinderkriegen oft immer weiter nach hinten geschoben wird und manche dann sagen, ja, jetzt noch nicht, später, und auf einmal geht's nicht mehr. Also du musst so von verschiedenen Sachen Abschied nehmen und ja, auch bestimmte körperliche Symptome, also zum Beispiel, was ich noch gar nicht gesagt habe, es gibt in dieser Übergangsphase bei manchen auch so Gelenkbeschwerden. Also dass auf einmal das Älterwerden in Form von körperlichen Symptomen auf einen zukommt. Also dass es schon so eine Bewältigungsstrategie braucht, diesen neuen Lebensabschnitt anzugehen. Auch, dass die Kinder aus dem Haus gehen, das ist bei vielen zwar auch, bei dir ist es ja auch noch längst nicht so, ne? Aber bei manchen ist es eben so, dass auf einmal die Regel wegbleibt, dass alles sich verändert und die Kinder sind auch nicht mehr da. Also auch so eine Aufgabe, die einerseits gut bewältigt ist, aber auch so ein Abschied, der bewältigt werden muss. Ja, und ein weiterer Bestandteil, das wird mir gerade so klar, der Weiblichkeit, der da wegfällt, weil die Mutterrolle plötzlich in den Hintergrund tritt, die ja sehr präsent noch ist, wenn die Kinder da sind. Aber auch da fällt was weg. Ne? Also mir wird gerade noch mal klar, während wir so reden, was für ein großer, großer Prozess das eigentlich ist. Ich bin von meiner Grundeinstellung immer so, dass ich denke, es macht Sinn, wenn die Natur uns bestimmte Prozesse vorgibt, denen auch offen und erstmal positiv entgegenzutreten. Mhm. Und die letzten Jahre erlebe ich halt oft als so ein Schreckensgespenst, weißt du? Mhm. Oh Gott, ich bin in den Wechseljahren oder ich kriege die Wechseljahre. Das ist was ich ganz oft höre. Und ich kann natürlich verstehen, dass da viel passiert, aber es ist halt ein Prozess, durch den wir durch müssen, weil er natürlich vorgegeben ist. Und ich glaube fest daran, dass alles, was in diesem natürlichen Prozess vorgegeben ist, eine Sinnhaftigkeit hat. Ne? Deswegen versuche ich auch immer, oder ich finde es schön, wenn mir Ansätze begegnen, die sagen, hey, lasst uns die Wechseljahre ein Stück weit, das hört sich doof an, aber zelebrieren. Also als einen Teil unserer weiblichen Veränderung in unserem Leben begreifen, und zwar als einen nicht negativen,
sondern mindestens neutral, vielleicht sogar als einen notwendigen Schritt. Also wir nennen das ja Reframing in der Therapie, weißt du? Ja. Und erwarten, dass was ganz Schreckliches auf mich zukommt, oder ich sage halt, okay, da kommt was auf mich zu und ich gucke halt, wie gehe ich da durch. Ja. Und das wäre jetzt auch so eine Folgefrage von mir an dich. Wie geht man da durch? Wie bereitet man sich darauf vor? Wir hatten im Kleinen gerade schon sozusagen, ne, die Östrogensalbe für einen Punkt. Mhm. Aber was empfiehlst du Frauen, wenn du siehst, aha, okay, der Prozess beginnt? Mhm. Also schon auch, ich würde auch mit so einem Reframe anfangen. Ich habe mal in einer Gruppe so eine NLP-Übung gemacht, wo ich die Frauen sich haben vorstellen lassen, wie sehen sie das Wort Wechseljahre, wenn sie die Augen zumachen. Und alle hatten schwarze Buchstaben und dicke Buchstaben. Und dann habe ich die darum gebeten, die sich einfach mal farbig anzumalen und sie tanzen zu lassen. Und allein das hat sie gleich verändert. Also, dass man sich so einen Wechsel vorstellt wie so ein Huckekastenspiel oder ich weiß nicht, wie ihr das nennt, in Norddeutschland sagt man Huckekasten. Also so einfach, dass man guckt, wo was auf einen zukommt, dass man auch den Abschied von den Kindern als einen neuen Freiraum sieht und den nutzt und guckt, was man damit machen kann. Das auf jeden Fall. Und dann eben zu gucken, was gibt's für Hilfsmittel. Und da würde ich sagen, das, was dir auch immer ganz nah ist, die Sache mit der Achtsamkeit ist sowas von wichtig, sich selbst einen Moment in den Mittelpunkt zu stellen, zu gucken, was tut mir jetzt gut? Wo brauche ich zum Beispiel, wenn ich nachts nicht so gut schlafen kann, wo muss ich mir andere Ruhepunkte schaffen? Wo mache ich einfach ein paar Termine weniger? Wo überlege ich, ob ich vielleicht meine Arbeitsstunden reduzieren kann und oder mich mit meinem Partner auf bestimmte Aufgaben, mit dem ich da verständigen kann, dass wir uns mehr unterstützen. Die sozialen Kontakte, dass ich dafür sorge, dass ich das mache, was mir gut tut, dass ich Frauen und Freunde sehe, mit denen ich wirklich was anfangen kann und mich nicht auf Leute einlasse, die ich eigentlich schon seit Jahren nicht mehr gerne mag. Also so klarere Perspektiven. Genau. Ich finde es ganz schön zu sagen, okay, da kommt ein Prozess auf mich zu und das beschreibst du ja, der wird mich durchaus fordern. Ne? Das tun, glaube ich, Jahre bei jeder Frau. Und deswegen wird natürlich das Thema Selbstfürsorge, Prioritäten setzen, gut für sich sorgen, umso wichtiger. Ja, und was du gerade beschrieben hast, sind ja alle Bestandteile davon, ne? Ich überlege mir, wie viel mute ich mir zu? Ich überlege mir nochmal, was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Also diese Klärung und dieses noch besser auf sich aufpassen, das finde ich ganz schön. Und zwar nicht im Sinne von Beschränkung. Also ich muss das ja nicht als eine Beschränkung erleben im Sinne von, oh, weil ich jetzt in den Wechseljahren bin, kann ich dies und jenes nicht mehr, sondern ich gehe eher in so einen unterstützenden Modus und sage, ich weiß, dass mein Körper-Seele-System auch jetzt ganz viel zu leisten hat. Mhm. Und deswegen erkenne ich das an und gebe dem Ganzen einen Raum. Ja. Ja. Das finde ich ganz schön. Also ich erlebe das ähnlich. Meine Tochter ist ja 12. Ne? Mhm. Ich würde ja auch nie auf die Idee kommen, der zu sagen, du kommst jetzt in die Pubertät und das ist was ganz Schreckliches. Ja, ja. Ne? Das wird ja nie, nein, das ist ja notwendig, sie muss da ja durch. Ne? Ja. Also dieser körperliche Reifungsprozess steht jetzt einfach an und ich finde, bei den Wechseljahren ist es ja auch so. Ja, ja. Kommt. Und so wie wir unsere Kinder da begleiten, wenn wir welche haben, können wir eigentlich auch uns gut begleiten in dem Prozess, der mit Sicherheit herausfordernd ist, weil das hört man anhand der Nebenwirkungen. Ja, ja, ja. Und eben auch mehr und weniger. Und ja, und es kommt eben, weißt du, dann kommt es auch darauf an, wie gehst du aufs Älterwerden zu? Also auch die Veränderungen, die uns äußerlich erwischen, ne? Und wie wichtig das für manche ist, sich darzustellen, gut auszusehen. Und wenn man dann merkt, auch da tut sich was, sich da neu reinzufinden, das ist ja auch eine Aufgabe, die ein bisschen, ja. Ja, der Körper, das ist ganz interessant. Ne? Also die Natur zwingt uns in einen Reorientierungsprozess. Hm.
Und den können wir eben mit einer annehmenden, akzeptierenden Haltung, achtsamen Haltung durchlaufen oder mit einer ablehnenden und ich will das eigentlich nicht Haltung. Und das macht natürlich einen gewaltigen Unterschied, neben dem, dass teilweise das Hormonelle natürlich erstmal gar nicht mental anzusteuern ist, sondern oft auch nur körperlich, ne? Aber diese Haltung, mit der wir dem entgegentreten, macht einen riesen Unterschied. Ja. Und dann kann man schon auch noch etliches machen auf dem täglichen Leben. Du kannst dich darum kümmern, dass du gute Sachen isst. Also die ganze Ernährung, dass du die aufmerksam gestaltest, das hilft dann auch, nicht runder zu werden, nicht nur unter kosmetischen Gesichtspunkten, sondern wirklich unter gesundheitlichen Gesichtspunkten. Du kannst dir in Bewegung bleiben. Da gibt es Studien dazu, dass Frauen, die Sport machen, ist ja im Moment alles ein bisschen schwierig, aber man kann ja immer noch durch den Park walken und weiß ich was, dass das hilft, dass das sehr unterstützt, diese Symptome zu lindern oder überhaupt auch nicht so schwer zu nehmen. Also diese Selbstwirksamkeit, das ist, denke ich, so eine ganz wichtige Geschichte, dass du erstmal guckst, dass du auch wirklich selbst was machen kannst und nicht so ausgeliefert bist. Und dazu gehört eben Bewegung und Entspannung mit dabei. Ja, genau. Das heißt, ne, hier wird Gesundheit, also all das, von dem wir schon wissen, dass Gesundheit kriegt halt auch nochmal eine andere Priorität und das auch vor dem Hintergrund des Alterns. Ne? Mhm. Also wenn wir gut in die nächste Lebensphase kommen wollen, die eh davon geprägt ist, dass der Körper natürlich im Alter immer mehr Wehwehchen entwickelt, ist dieses Gesundleben. Ja, darf ich noch kurz was ergänzen? Weil ich habe so was Spannendes gelesen. Ich habe mir jetzt gerade zwei Bücher über das Thema Yin-Yoga zugelegt und die auch gelesen. Und da gibt es auch spezielle Ansätze dieser Yoga-Form, die auf die Wechseljahre und die hormonelle Umstellung abzielen. Ne? Mhm. Auch über Faszien und Stoffwechsel in Muskeln und Faszien und so arbeitet. Und das fand ich auch nochmal ganz schön. Also in puncto Selbstwirksamkeit. Ja. Dass es so eine ganz sanfte, wohltuende Yoga-Art gibt, die sich speziell auch dieses Themas annimmt. Ja, und ich denke auch, dass das wirksam ist. Das ist, was die Hormone betrifft, was diese Nebenwirkungen betrifft, wirksam. Und sowieso fürs Herz-Kreislauf-System ja auch. Das macht ja auch den Blutdruck ein bisschen runter, wenn man, also das ist ja auch was für viele Frauen in dem Alter auf einmal auftritt, dass der Blutdruck höher wird und so. Auch da hilft das wunderbar. Ja, das kann ich auch nur empfehlen. Das nennt sich auch, es wird manchmal als Hormon-Yoga angeboten. Aber weil man weiß, dass es die ganzen Symptome lindert. Mit deiner Erfahrung als Gynäkologin und als Sexualtherapeutin, ne? Ja. Was sind die wichtigsten Dinge, die du meinen Zuhörerinnen oder unseren Zuhörern gerade mitgeben würdest? Kannst du das nochmal so komprimiert zusammenfassen? Als erstes würde ich sagen, wenn man jetzt, da kommt die Sexualtherapeutin zuerst aus mir raus, weil die jetzt auch am meisten dran ist in mir, da würde ich sagen, wenn du in einer Beziehung lebst, bleib in Kommunikation, rede darüber, was sich verändert. Sag zum Beispiel, weißt du was, beim Sex, ich glaube, ich werde nicht mehr so schnell feucht. Lass uns mal ein Öl benutzen. Da benutze ich ja gern so Granatapfelöl, das finde ich gut, das kann auch als Gleitmittel sehr gut wirken. Oder ich muss da mal mit meinem Frauenarzt drüber sprechen, vielleicht hat der noch einen Rat und das dann auch wirklich tun. Und auch bei den Männern fängt ja in dem Alter, und oft sind sie ja einen Tuck älter, nach den Regeln der Kultur, bei denen fängt dann auch oft schon an, dass die Erektion nicht mehr ganz standhaft ist. Und auch da passiert es oft, dass sich Männer dann zurückziehen, anstatt einfach nach neuen Spielformen der Sexualität, anstatt die Speisekarte in dem Bereich zu erweitern. Also das ist mir irgendwie ganz wichtig.
redet drüber, gibt euch einen kleinen Schubs und sprecht es an. Damit die Sexualität nicht stirbt an der Stelle, ne? Weil das ist ja das Risiko, dass die Sexualität stirbt und damit ein ganz wesentlicher Lebensbereich einfach nicht mehr vorhanden ist. Ja, und das ist, Sexualität ist zwar nicht kein Grundbedürfnis, aber es nährt unsere Grundbedürfnisse nach Sicherheit, nach Nähe, nach gesehen werden, wahrgenommen werden. Also ich finde es einfach, finde es so schade, wenn das auf der Strecke bleibt. Und das war ja ein Teil, weshalb ich mit der Sexualberatung nochmal angefangen habe, dass ich in der Praxis immer wieder gehört habe, ja, mir tut's eigentlich weh beim Sex, aber mein Mann ist so verständnisvoll. Das fand ich, es reicht nicht aus. Verständnisvoll ist zwar schön, aber da stirbt was, genau, was man noch gut nutzen kann. Was einem immer wieder Schwung gibt und einen sich lebendig fühlen lässt. Und was man sonst machen kann, also ein paar Sachen haben wir, also, das ist schon eine ganz wesentliche Geschichte, aber was ist, wenn es um die Symptome geht, eben, ich habe ein bisschen den Faden verloren, merke ich, du hast mich gefragt. Ja, so Tipps, ich wollte noch einmal, wir haben ja sehr groß gesprochen im Sinne von diese Lebensphase annehmen und sich da voll reingeben und auch bezüglich Selbstfürsorge und Selbstwirksamkeit aktiv werden. Ne? Gibt es denn jetzt so gynäkologisch, medizinisch von dieser Elke noch Tipps, über die wir noch nicht gesprochen haben? Ja, wir haben zum Beispiel dieses Thema Hormonersatztherapie nur ganz kurz gestriffen. Hormonersatztherapie war ja sehr im Fokus oder es ist immer noch, weil man dann auch immer darüber redet, wie groß das Brustkrebsrisiko sei, wenn man das machte. Das gibt ein Brustkrebsrisiko, das ist aber wirklich minimal. Wir haben einfach per se schon ein Risiko an Brustkrebs zu erkranken, wir Frauen. Und das wird ein bisschen erhöht. Wir sterben viel öfter an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als an Brustkrebs. Da ist die Verhältnisse stimmen in unserem Kopf nicht oder die Ängste stimmen nicht. Und ich finde, Hormonersatztherapie hat einen hohen Stellenwert für Frauen, die sehr an diesen Wechselbeschwerden leiden, also die mit Hitzewallungen völlig aus dem Ruder laufen, die mit den Schlafhormonen nicht zurechtkommen, die depressiv werden. Da ist das wirklich hilfreich und wirkt am allerbesten. Da würde ich immer drüber reden, man kann das ausprobieren, was es einem bringt, man legt sich nicht fest. Und wie gesagt, das Risiko ist, finde ich, sehr gering, wenn man nicht noch andere Risiken mitbringt. Es gibt schon, man muss darüber reden, das muss eben verordnet werden. Und da gibt es so gute neue Mittel, wo man Gele über die Haut zuführt, also wo man das sehr fein individuell dosieren kann. Es gibt pflanzliche Mittel, die allesamt nicht so gut wirken, und wo man das Brustkrebsrisiko nicht immer ganz außen vor lassen kann. Auch da wird was angesprochen. Und es gibt eben auch Psychopharmaka, die Hitzewallungen reduzieren können. Dafür hat man aber wieder andere Nebenwirkungen. Also das ist alles, da sind die Hormonersatzpräparate schon, also die richtigen Hormone schon am wirksamsten. Und da finde ich, da nehme ich jetzt mal mit, weil das wird vielleicht ein Punkt sein, wo uns jetzt auch zu dieser Folge ganz viele Kommentare erreichen werden, weil da scheiden sich ja immer die Geister. Ne? Da weißt du, da gibt es die einen, die sind sehr stark Befürworter, da gibt es die anderen, die schreien um Gottes Willen, ne? Das Brustkrebsrisiko steigt. Also was ich jetzt mitnehme, und das finde ich immer so wichtig, wenn ich dich als Medizinerin höre, dann, ne, du hast ja auch schön gesagt, da ist was Falsches in unserem Kopf, da stimmen die Verhältnismäßigkeiten nicht. Mhm. Also wenn ich Symptome habe aus den Wechseljahren mit denen ich irgendwie nicht gut zurechtkomme, weil sie mich massiv einschränken, körperlich in meiner Alltagsleistungsfähigkeit und so weiter, dann ist das durchaus eine Lösung. Und diese Lösung muss besprochen werden, mit Ärzten hin und her überlegt werden, ne, was habe ich sonst noch für Erkrankungen, also Risiken abgewägt werden.
Und vielleicht auch, wie du ja richtig gesagt hast, nochmal Zahlen angucken. Ne? Wie groß ist diese Wahrscheinlichkeit denn wirklich? Also das Ganze mal auf Fakten stellen und nicht nur so, ich höre oder ich verbinde innerlich damit, dass das Risiko steigt. Ja. Und dann eine ganz fundierte individuelle Entscheidung zu treffen. Ja, es gibt auch gute Bücher dazu, wo man sowas sehr genau nachlesen kann. Die können wir vielleicht in den Shownotes mit verankern, weiß ich nicht. Also wo. Das wäre super, wenn du da sagst, da habe ich auf jeden Fall Literatur, die ich empfehlen kann, unbedingt. Dann packe ich die in die Shownotes rein. Wo das wirklich sehr genau besprochen wird. Alles, also von pflanzlichen Mittel und eben die Chemie sozusagen. Ja. Ich wollte noch eine Sache, fiel mir gerade noch ein. Es gibt auch ein paar gute Nebenwirkungen, zum Beispiel Osteoporose ist ja auch was, was mit den Wechseljahren beginnen kann, mehr und weniger. Und wo wir alle so alt werden, ist das Risiko, das zu kriegen, einfach größer. Und das ist auch so ein Handicap, wenn einen das erwischt. Und da helfen Hormone am allerbesten. Da hilft auch Bewegung, Sport und sowas ziemlich gut. Aber es gibt jedenfalls wirklich auch richtig positive Nebenwirkungen. Ja, und das ist tatsächlich ja noch eine Nebenwirkung, über die wir eben nicht gesprochen haben. Das ist ja auch ganz klassisch ein Thema, was mit den Wechseljahren in den Fokus rückt. Die Knochendichte, die sich verändert, weil diese hormonelle Umstellung darauf einwirkt. Und auch das muss sozusagen in dem individuellen Umstellungsprozess eine Berücksichtigung finden. Vielleicht auch nach dem, was ich da für eine familiäre Veranlagung mit habe. Ne? Ja. Und sowas kann man ja auch messen lassen. Ja. Ach, weißt du, was ich noch sagen wollte? Verhütung, gerade weil zu deinen Zuhörern ja auch viele gehören, die noch so in diesem Übergang sind. Auch das ist eine Geschichte, die Eier, auch wenn sie weniger springen, ab und zu springt dann doch nochmal eins. Und man muss auch an Verhütung noch relativ lange denken, bis wirklich keine Regel und die am besten schon ein Jahr nicht mehr war, da ist. Also auch sowas ist, auch sowas kann zum Beispiel auch die Sexualität beeinträchtigen, dass so eine Unsicherheit dann dazu führt, dass man sich wieder mehr zurückhält, anstatt sich auch da um was zu kümmern. Ja, sag mal, aber das ist jetzt frage ich aus reinem Eigennutz, ne? Auch wichtig zu wissen, du hast jetzt gesagt, ein Jahr habe ich gehört, ne? Wenn ich ein Jahr lang sozusagen meine Periode nicht mehr hatte, dann kann ich mich doch sehr sicher fühlen. Ja, dann kannst du dich sicher fühlen. Das sind so die Regeln. Also und wenn du Das gilt nicht für jemanden, der mit Ende 30 auf einmal ein Jahr lang keine Regeln mehr hat. Da hat es immer noch mal wieder Überraschungen gegeben. Aber wenn du Ende 40, 50 bist und ein Jahr keine Regel hattest, dann ist das, und dann eventuell noch die eine oder andere Hitzewallung, dann kann man sich sehr sicher sein. Dann kann man wirklich grünes Licht geben. Kann man auch messen? Also kann der Arzt das anhand der Hormonerhebung auch ablesen und kann sagen, nee, jetzt Frau Bimmler in diesem Fall, Sie sind da wirklich durch? Nicht ganz. Wir haben so viele Überraschungen erlebt. Ich kenne Fälle von mir in der Praxis und von Kollegen, wo dieser sogenannte FSH-Wert, also dieses Hormon, was ich am Anfang erwähnt habe, was die Eierstöcke da noch zum Arbeiten bringen soll, das steigt an. Aber wenn die auf einmal wieder reagieren auf diese Stimulation und sich nochmal so ein Ei entwickelt, dann fällt es auch wieder ab. Und also nur ein Wert mit ein hoher Wert, der sagt das nicht ausreichend. Nee, man kann es nicht wirklich messen. Darum ist auch, wenn manche Frauen sagen, da soll man meine Hormone kontrollieren. Das ist was in dieser Zeit wirklich auch auf und ab geht, weil die Eier nicht mehr gleichmäßig wachsen, der manchmal richtig hohe Werte erreichen kann, weil dann gleich 2, 3 Eier nochmal wachsen. Also es ist echt ein Durcheinander und bei jeder Frau anders. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Okay, das finde ich auch nochmal spannend, weil ich auch das Gefühl hatte, man kann da viel mehr messen, aber du sagst, die Messung ist eine Momentaufnahme und das kann 3 Wochen später schon mal wieder ganz anders aussehen, ja? Ja. Okay. Was glaubst du, was haben wir noch vergessen? Überleg nochmal, was zum Thema wichtig ist. Es gibt männliche Hormone ja auch noch. Die bleiben uns noch ein bisschen länger erhalten. Die sind wichtig für die Libido, fällt mir gerade ein. Also das sagen ja auch manche Frauen, dass sie auf einmal weniger Lust haben. Das ist natürlich so was Multifaktorielles. Das machen nicht nur die Eierstöcke, das sind nicht nur die Hormone. Unser Leben ist ja von verschiedenen Stressoren auch manchmal beeinträchtigt. Und das kann sich dann auch auf die Libido auswirken. Aber
Frauen zum Beispiel, die keine Eierstöcke mehr haben, weil sie irgendwie operiert werden mussten, die können das doll merken. Und nach den Wechseljahren, ein paar Jahre später, kann da auch nochmal ein Tal kommen, weil dann die männlichen Hormone, die länger an den Eierstöcken gebildet werden, fehlen. Und da, wenn man da auf einmal merkt, man wird irgendwie antriebslos und hat erst recht keine Lust mehr, dann kann man da schon mal hingucken. Da gibt es zwar keine Fertigpräparate, aber es gibt in den Apothekengeschichten, die man verordnen kann. Ja, und wenn du das nochmal sagst, finde ich, das schließt sich für mich so schön nochmal der Kreis, weil du hattest vorhin die Achtsamkeit ins Spiel gebracht, ne? Und ich finde, nach 47 Jahren in einem weiblichen Körper traue ich mir jetzt auch zu sagen, dass man sehr wohl sehr gut erspüren kann, was gerade los ist. Ja, also sei es, in welcher Phase im Zyklus man ist und auch in welcher Lebensphase man ist. Ja, also diesen Spüren, wie geht's mir eigentlich gerade, was ist davon vielleicht hormonell bedingt, dem Raum zu geben, das wird ja in den Wechseljahren besonders in den Fokus gerückt. Ich höre jetzt, das bleibt auch noch ein paar Jahre. Und das ist eigentlich so das, finde ich, für, was mir heute am klarsten geworden ist in dem Interview, dass diese ganze Metamorphose, die da stattfindet, ja, die der weibliche Körper und die weibliche Seele damit verbunden auch in dieser Phase Wechseljahre durchläuft, viel Aufmerksamkeit und viel Achtsamkeit für den eigenen Körper braucht. Ja. Also warten. Was ist los? Was passiert hier gerade? Welche Symptome belasten mich besonders? Was tut mir besonders gut? Was kann ich eigentlich tun dagegen? Aber in dieser annehmenden Akzeptanz, ne? Ja. Dass was ganz Wichtiges, Essentielles ist, was da mit mir passiert und nichts, was es gilt, wegzudrücken oder mit irgendwelchen Medikamenten wegzumachen, damit ich ja ohne Symptome bin. Ja, genau. Und ich würde ja sagen, ich bin ein gutes Beispiel dafür, wie das Leben weitergehen kann. Ich bin jetzt 71 und schon weit weg von den Wechseljahren und immer noch auf dem Sprung sozusagen oder habe Lust, neue Sachen zu entdecken. Also es hört auf keinen Fall irgendwas auf, sondern es ist ein Wechsel in einen. Ja, Metamorphose ist ein guter Begriff. Genau, danach kommt was und das höre ich jetzt bei dir, was auch noch richtig cool ist. Ja, genau. Das sieht man ja auch, wenn man dir zuhört, wenn man dich hier, ich sehe dich ja jetzt dabei auch, aber auch wenn man deine Posts und deine Beiträge verfolgt in den sozialen Medien, dann merkt man ja, dass du voller Tatendrang und Kreativität und Neuerfindung bist und gerade mit dem Thema Weiblichkeit, Lust und Liebe, ne? Ja, das ist echt schön. Ein ermutigendes Beispiel, Elke. So will ich das sehen, ja. Ja, dann lass uns doch an dieser Stelle einen Punkt machen, oder? Ja, wunderbar, finde ich auch. Ich bedanke mich so herzlich. Es war wieder ein ganz spannendes Interview. Ich habe ganz viel Klärung für mich bekommen. Hoffe, dass das meinen Zuhörerinnen und auch den Zuhörern genauso ging, wobei das natürlich eher eine Folge für die Damen war. Und gebe dir sozusagen jetzt den Ball nochmal rüber zum Schlusswort. Ja, ich hoffe auch, dass wir einige angeregt haben, neu drüber nachzudenken oder dass wir auch direkt Unterstützung gegeben haben mit klaren Punkten. Und wir sind ja beide offen für Nachfragen. Und ja, ich freue mich, dass du mir diesen Raum gegeben hast, meiner Mission quasi auch weiter nachzugehen. Ich danke dir. Ja, genau. Mit den Fragen finde ich nochmal super. Ich verlinke natürlich all deine Kontaktdaten in den Shownotes, ne, dass die Leute sich an dich wenden können, wenn sie Fragen haben, wenn sie Anliegen haben, vielleicht sich auch anschauen können, was kannst du anbieten. Du bist ja nicht mehr als Gynäkologin, sondern als Sexualtherapeutin tätig. Ja, ich kann ein paar Sachen gynäkologisch machen, aber keine Untersuchungen mehr. Dann in diesem Sinne, Dankeschön, Elke, und tschüss. Tschüss, bitte.